Ich wusste, das sehr, sehr liebevoll aufeinander, Opa. Du machst aus diesem Dialekt so wunderbar nach. Wo kam die her? Aus Oberschlesien. Aus Oberschlesien. Ich habe als Kind gedacht, jeder hat eine Oma aus Oberschlesien. Wirklich, weil einfach unheimlich viele Leute, in Köln zumindest, hatten oberschlesische Großeltern. Und ich dachte, jede Oma redet so, jede Oma. Also in Oberschlesien werden die Omas gebaut, jede bekommt eine Zigarette, eine Oma. Dass jede bekommt gute Gläser zu essen, gute Fleisch. Und meine kleine Cousine ist laktoseintolerant, ne? Da hat meine Oma nicht verstanden. Hat die einfach nicht, das war für die nicht, das war in ihrem, die haben es immer erklärt, so, no, ich verstehe das, aber was kannst du essen? Und dann so Stücke Tofu. Und das ist so geil, ne? Diese Frau, die ihr Leben lang Schweine selbst geschlachtet hat. Und dann sieht die das Stück Tofu und dann sagt sie noch zu meiner Cousine, no, ich werde dir das schön mit Butter ein bisschen braten. Ne? Yeah.